Freunde, wir haben jetzt das Indianapolis 17 Raketen, nee 18 sogar, für 18 Euro aus dem Aldi. Und da wollte ich sagen, sobald es dunkel ist, gehen wir raus zur Zündung. Übrigens haben wir hier eine NEM von 304 Gramm. Na, schauen wir uns mal an. Bis gleich. So Freunde, hier haben wir alle Indianapolis Raketen in unsere Batterien gesteckt. Machst du schöne Fotos? Schickst du mir die dann auch gleich? Warte, ich guck mal, ob sie schön sind. Da hätte ich sie schicken sollten. Ich fotografiere immer ein Querformat. Ist dir das schön genug? Ja, es geht. So, dann geht. So, dann machen wir gleich mal hier erstens weiter mit der Green Hawk. Ja. Ja, schlecht. So, hier haben wir noch zwei Digistar-Raketen. Nummer eins. Einmal blau, einmal rot mit Köpfling. Nochmal zwei Digistar-Raketen. Alle nicht so wirklich groß, aber noch mal zwei Digistar-Raketen. Oh, es geht. So, wir machen weiter mit einer Burnout-Rakete. Das habe ich auf jeden Fall auch immer. Nein, Spaß. So. Die war schön groß, die kam auch ziemlich tief. So, machen wir weiter mit einer Victory-Rakete. Haben wir hier noch eine? Nee. Eine Victory-Rakete. Die war auch wieder sehr gut. Machen wir weiter mit einer Green Hawk und einer Big Block White. Big Block war jetzt gar nicht so gut. Gucken, ob die jetzt hier besser ist. Die gleiche. Big Block White. Oh, die war schon besser. So, dann haben wir jetzt hier noch zwei Wheelie-Raketen mit Bombenfüllung. Nummer 1, Nummer 2. Die Raketen finde ich schon viel besser. Da lohnt sich das Set richtig. Machen wir mit einer Blue Hawk weiter. Eine Blue Hawk, die rot ist. So, dann haben wir hier noch eine Big Block in Rot. So, die letzten zwei Raketen schießen wir auch wieder gleichzeitig. Da haben wir hier noch eine Red Hawk und eine Big Block in Rot, also zweimal Rot. Ja Freunde, also ich muss sagen, das Indianapolis Set lohnt sich für 17 Euro, beziehungsweise 18 Euro. Und ja, wer auf Raketen steht, könnt ihr ruhig mal mitnehmen. Sind natürlich jetzt keine Funke-Raketen, aber sind trotzdem sehr schön. Macht's gut, Freunde.